Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video teste ich Neuheiten aus der Drogerie und mache einen Full-Face-Drogerie-Make-up-Look. Besonders interessant finde ich von Max Factor die neue Foundation. Das ist die Pure Miracle Foundation. Die soll so ein Pendant zur Charlotte Tilbury Foundation sein. Dann habe ich aber auch noch zusätzlich einen Bronzer mitgenommen, ein Lippenprodukt von Max Factor, neue Produkte von Catrice. Da habe ich zum Beispiel diesen Lash Glue Eyeliner, den fand ich mega spannend. Lashes habe ich mir natürlich auch eingepackt. Also ihr werdet hier ein Full-Face-Make-up-Tutorial sehen. Ich bin mega gespannt, wie die Sachen performen. Und wenn ihr es auch seid und auch was Cooles gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ihr Lieben, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, gerade so Beauty-Box-Unboxings, Make-up-Tutorials, Reviews, DM-Hauls, alles, was mit dem Bereich Make-up zu tun hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video auch einen Daumen nach oben gebt. Ich zeige euch jetzt zunächst mal, was es zu gewinnen gibt, denn ich mache sehr häufig Gewinnspiele. Ich habe letztens eine Box geöffnet, und zwar so eine Natural-Box von Beauty Love. Und da war eine richtig geniale Highlighter-Palette drin von Sassy Beauty. Die habe ich aber bereits schon. Sassy Beauty ist so eine Clean-Beauty-Marke. Und ich habe mir gedacht, ich verlose das jetzt an einen von euch, da wir hier ein Make-up-Tutorial haben. Und ich dachte, das passt dann ganz gut. Das ist eine wunderschöne Highlighter-Palette. Die hat einen Wert von 35 Euro. Dazu gebe ich euch auch noch einen richtig süßen Mini-Kabuki-Pinsel, mit dem ihr das auftragen könnt. Auch der sieht traumhaft aus. Damit könnt ihr echt super genial Highlighter auftragen. Und wenn ihr euch diese Sachen übrigens selber kaufen wollt, ich verlinke euch auch mal in der Infobox das Unboxing zu der Beauty Love Box. Denn da sind diese beiden Produkte enthalten. Und die Box kostet aber mit meinem Code nur 34,95. Und da bekommt ihr noch etliche andere Produkte on top. Pflege fürs Gesicht, Duschgel, das volle Programm. Ich glaube, die hat einen Wert von über 140 Euro. Also es lohnt sich immer total, wenn ihr auf Pflege steht, solche Beautyboxen zu shoppen. Und da ich das aber schon habe, habe ich gedacht, ich verlose es jetzt hier in dem Video an euch. Und zusätzlich bekommt ihr auch noch eine Lidschattenpalette von Luvia. Und zwar nennt die sich Sunset Nova. Die hat ganz schöne Töne in so einem Rosa gehalten, rosa und braun. Und wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar, Hashtag Verlosung, und schon wandert ihr in den Lostopf. Wie gesagt, ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst und den Daumen nach oben. So, dann starten wir jetzt aber erstmal. Und zwar, egal wie man startet, ich finde, die Hautpflege ist immer das Wichtigste an einem Make-up. Also ich würde mir niemals eine Foundation auftragen, ohne mich vorher eingecremt zu haben, ein Serum verwendet zu haben, etc. pp., das volle Programm. Und ich hatte vor, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten auch mal einen neuen Primer mitgenommen von Catrice. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch den schon in dem Make-up-Tutorial gezeigt habe oder nur in meinem Haul. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall auch testen, aber nur auf einer Seite des Gesichts, weil ich die Foundation ja auch noch nicht kenne. Ich würde aber sagen, first things first, wir starten mit der Pflege. Hier habe ich etwas Neues für euch. Ich kenne die Marke schon sehr lange. Ich teste das auch schon sehr, sehr lange, bestimmt schon über ein Jahr. Und kann es euch jetzt auf jeden Fall empfehlen. Und zwar ist es die Hyaluron Lift Creme 24 Stunden Pflege von Beauty Mates. Die haben jetzt im Februar noch einen 30% Rabatt mit dem Code FRANKA30, wenn ihr an sowas Interesse habt. Das ist eine ganz schöne, intensive Feuchtigkeitspflege, die eure Haut einfach prall erscheinen lässt. Da sind keine Duftstoffe drin und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich habe schon 2 Töpfe davon geleert. Und die kann man super gut als Make-up-Grundlage verwenden, wenn ihr keinen Primer verwenden wollt. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das auch völlig in Ordnung. Ich teste jetzt gerade ganz neu auch dieses Augenlifting-Serum. Ich finde das ziemlich gut. Ich finde auch, dass man schon ein bisschen was sieht. Ich teste es so seit einer Woche. Aber ich werde euch da auf jeden Fall updaten, wie das so nach ein paar Monaten ist. Und das Schöne an diesem Produkt ist, dass man es mit jeder Pflege kombinieren kann. Ich blende euch vielleicht mal ein, wie ich das aufgetragen habe. Ich habe das schon mal separat gefilmt, ich habe es aber heute auch drauf. Und immer wenn es etwas länger her ist, dass ich die Pflege aufgetragen habe, also ich würde sagen, das ist jetzt super gut eingezogen, ist bestimmt schon 3 Stunden her, ich saß die ganze Zeit nur am Computer, dann trage ich mir das meistens nochmal auf, damit ich einfach eine gute Base für die Foundation habe. Ich nehme mir also ein kleines bisschen und trage die nur auf einer Seite auf, weil auf die andere Seite mache ich den Primer. So mache ich es eigentlich immer. Erstmal Hautpflege
Und dann gehe ich mit einem Primer drauf, wenn das so Stunden später ist, oder eben mit der Pflege nochmal. Ne? Und trage mir die einfach auf. Und die könnt ihr auch als Augenpflege nehmen. Und vor allen Dingen haben wir dann auch gleich einen Foundation-Test, einmal mit Primer und einmal ohne. Wie verhält sich die Foundation? Ich finde das eigentlich immer ganz interessant. Ne? Also alle Infos zu diesen Produkten von Beauty Mates findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Primer. Und zwar ist das der One-Step Skin Perfecting Primer. Ihr habt mich gebeten, ich soll das reviewen und deswegen machen wir das jetzt mal. Ich glaube, ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Ich bin mir aber echt nicht so sicher. Hier ist sogar ein Lichtschutzfaktor 20 drin. Hier ist zusätzlich Feuchtigkeit drin, Pflege drin, Vitamin C, Sonnenschutz und hier sind kleine Pigmente drin, Farbpigmente, die euren Hautton ausgleichen sollen. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil dann kann man das Produkt auch solo verwenden, wenn man keine Lust auf Foundation hat. So sieht man es vielleicht nicht so ganz, aber ich trage es mir auf und ich hole euch jetzt auch direkt mal ein bisschen näher ran. Ich nehme aber nicht so viel, das war ein bisschen zu viel hier. Und ihr seht, das ist auch super weiß, ne? So, und jetzt könnt ihr direkt mal ein Vorher-Nachher sehen. Man bekommt einen richtigen Glow mit diesem Primer. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das liegt allerdings am Sonnenschutz. Und es riecht auch leicht nach Sonnenschutz, aber ziemlich angenehm. Ich kann mir vorstellen, für den Sommer ist das ein cooles Produkt für unten drunter, gerade mit so einem Lichtschutzfaktor 20. Ich finde solche Kombiprodukte immer ziemlich gut, gerade für den Alltag. Ich habe da auch demnächst noch ein Produkt, was ich euch vorstelle, so eine getönte Sonnenpflege, die mein absoluter Favorit ist. Da kommt bald ein Video, die werde ich euch bestimmt bei meinem Urlaubsvideo zeigen. Also da habe ich was ganz Tolles entdeckt. So, aber das jetzt hier erstmal, ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Es ist jetzt keine krasse Deckkraft oder so, ne? Das ist klar. Aber so ein bisschen Ausgleich, finde ich, ist schon gegeben. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das unter der Foundation macht. Ich weiß nicht, ob ich mir hier noch was auf die Nase geben soll. So, und dann machen wir direkt weiter mit der Foundation. Und zu der Foundation werde ich auf jeden Fall einen Pinsel nehmen, denn ich liebe es, mir Foundation mit einem Pinsel einzuarbeiten und hinterher mit einem Schwamm nachzugehen. So mache ich es eigentlich immer und deswegen werde ich das jetzt auch auf beiden Seiten so machen. Ich werde dazu allerdings einen neuen Pinsel verwenden und zwar gibt es von Luvia jetzt ganz neu die Prime Vegan Sets und ich habe da mehrere Sets bekommen. Da bin ich sehr dankbar für. Ich liebe diese Pinsel. Ich zeige das euch gleich auch alles in Ruhe. Und zwar habe ich etwas für die Augen, für die Augenbrauen und auch das Flawless Face Set. Falls euch diese Produkte übrigens interessieren, auch da habe ich einen Code, der heißt Franka15. Damit könnt ihr auf jeden Fall 15% sparen. Es gibt auch noch einen, der heißt Prime Franka, auch da gehen 15%. Und ihr bekommt die Pinsel in so einem schönen Säckchen. Ich habe die jetzt auch schon mal alle ausgepackt. Und in dem Face Set sind nämlich zum Beispiel 4 Pinsel drin. Worauf ich besonders heiß bin, ist dieser hier. Das ist der Prime Concealer. Der sieht aus wie so ein richtig krasser High-End-Pinsel. Ich hatte das mal bei Pat McGrath gesehen. Die hatte genau diese Form auch für ihren Concealer. Und da kostete aber ein Pinsel 35 Euro. Und hier kostet das ganze Set 35 Euro. Dazu sind die noch vegan, sehen wirklich sehr schön aus, sind super verarbeitet. Und wenn ihr 15% spart, zahlt ihr unter 30 Euro. Mit dem Code Franka oder Franka15. Ich schreibe es euch hin. So, überlege ich mir mal, welchen ich für die Foundation nehme. Ein richtiger Foundation-Buffer ist jetzt hier nicht drin. Das ist so ein Pinsel, den könnte man auch sehr gut nehmen, um eine Kontur auszubuffen. Wisst ihr was, ich werde es einfach mal mit diesem Pinsel probieren. Falls es nicht funktioniert, mache ich es mit dem Schwamm. Der ist übrigens auch von Luvia, kann ich euch auch empfehlen. Und wir starten jetzt aber mal mit der Foundation. Ich bin super gespannt, wie die funktioniert. Die nennt sich Skin Improving Foundation mit 24 Stunden Feuchtigkeit. Da ist Hyaluronsäure drin, Vitamin C und auch noch ein Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30 nämlich. Okay, dann hätte ich quasi gar nicht so einen Lichtschutzfaktor Primer gebraucht, aber spielt ja keine Rolle, doppelt gemoppelt, hält vielleicht besser. Ich trage sie auch als allererstes mal auf die Seite auf, wo ich noch keinen Primer drauf habe. Ich hoffe jetzt auch, dass mir diese Farbe gut passt. Bin ich echt gespannt. Wow, irgendwie ist da wie Feuchtigkeit drin. Kann das sein? Ich glaube, ich muss die erstmal schütteln. Was ist denn das hier?
Siff, Moment. Erstmal hier gucken, da kommt irgendwie so ein paar Tröpfchen so raus. Ah, das ist ja nicht so nice, ne? Okay, ich hoffe, die Foundation war jetzt kein Fehler. Also ihr seht schon, wie die da rauskommt. Und die Farbe sieht ziemlich hell und neutral aus. Ich habe eigentlich einen neutralen bis warmen Unterton. Die 75 ist jetzt auch nicht die hellste Farbe, ne? Es ist also schon etwas dunkler, aber ja, wir gucken mal, wie das ausschaut. Ich glaube, es ist ein bisschen zu neutral für mich. Ich war gerade im Urlaub, deswegen bin ich auch so ein bisschen goldiger vom Unterton her. Ja, ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich trage es mir einfach mal auf diese Seite auf und ich fange immer in der Mitte des Gesichts an. Aber es passt eigentlich sehr gut vom Farbton her, ne? Ja, kann man jetzt nicht meckern. Deckt auch direkt die Rötung ab und ihr seht schon, da ist richtig Luminosity, also das strahlt richtig krass. Ich mache es eigentlich immer so in der Art. Es ist sehr strahlend von der Deckkraft her, ne? Und die Deckkraft ist auch eher leicht bis mittel. So auf den ersten Eindruck. Also mal gucken, ob man es aufbauen kann. Aber ihr seht ja jetzt, wie viel ich verwendet habe. Ich gebe mal direkt noch ein bisschen mehr drauf. Kann man auch aufbauen. Ist eine richtige strahlende, leuchtende Foundation. Ist mir aktuell gerade ein bisschen zu neutral. Ich glaube, ich würde es schöner finden, wenn sie ein bisschen mehr goldene Untertöne hätte. Da der Farbton Golden heißt, ist es ein bisschen irreführend, muss ich ehrlich sagen. Ich muss immer schauen, wie sich es gleich vermischt, ne? Hier gebe ich mir das mal so drauf. Ja, also der Farbton ist nicht so ganz für mich, ne? Das seht ihr schon. Mit dem Pinsel kann man das aber übrigens sehr, sehr gut verstreichen. Ich blende euch mal ein, wie viele Farben es gibt. Diese Farbe ist nicht so optimal. Ich muss leider gestehen, dass das bei Drogerie-Foundations bei mir häufiger passiert, dass der Farbton so ins Aschige geht. Und das ist was, was ich finde, was sieht überhaupt nicht natürlich und gesund aus. Vielleicht habe ich jetzt echt Pech gehabt. Ich habe eine andere Foundation von Max Factor, die ich ganz gut finde. Die hatte auch einen deutlich gelblicheren Unterton. Also ich habe einfach wirklich den falschen Unterton erwischt. Das kann man wirklich hier jetzt sehr gut erkennen. Ihr seht es auch zu meinem Hals, ne? Der ist viel goldener als das Gesicht. Das sieht jetzt richtig fahl aus. Okay, leider ein Fail. Jetzt trage ich mir das hier auf diese Seite auf. Ich nehme einfach den Rest und sie oxidiert auch. Ihr seht das, die war erst viel heller, als ich die hier aufgetragen habe und wird dann ganz schön dunkel, ne? Ja, also ich muss sagen, leider ist der Farbton wirklich daneben. Aber ansonsten, das Finish finde ich sehr, 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 sehr schön. Hebt überhaupt nicht so Unebenheiten oder Textur in der Haut hervor. Die Haut scheint durch. Die Abdeckung ist für mich völlig ausreichend. Wenn sie jetzt noch ein bisschen gelblicher wäre, würde es noch besser Rötungen ausgleichen bei mir im Hautton. Sie sitzt gut, auch an der Nase, kann ich mich nicht beklagen. Rutscht auf den ersten Blick auch nicht so krass in Fältchen, vielleicht hier oben an der Stirn etwas. Also man muss die auf jeden Fall setten. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal einen Moment ab. Ich nehme Concealer. Übrigens, bei Concealer nehme ich jetzt keinen brandneuen. Da könnt ihr mir gerne mal eure Empfehlungen in die Kommentare schreiben. Da habe ich jetzt irgendwie keinen neuen gefunden. Ich nehme einfach mal den hier von L'Oreal, den Perfect Match in der Farbe 2.N Vanille. Ich trage es mal auf eine Seite auf, dann seht ihr, wie der von der Deckkraft so ist. Und ich nehme diesen Schwamm. Also ich finde, bei einem Tages-Make-up geht das. Wenn ihr hier so dunkle Schatten habt wie ich, würde ich euch noch einen Color Corrector empfehlen. Ich mag da halt welche, die sind jetzt nicht aus der Drogerie. Ich müsste wirklich mal gucken, ob ich da in der Drogerie ein passendes Pendant finde. Ich habe gerade gesehen in meiner Schublade, ich habe noch so einen von Essence. Vielleicht trage ich mir den mal hier unten drunter auf und mal gucken, ob wir dann noch ein aufgehellteres Ergebnis bekommen. Und zwar weiß ich auch nicht, ob es den jetzt noch gibt aus dieser High Beauty Reihe. Under Eye Brightening Concealer. Der ist vegan. Trage mir den einfach nur hier auf. Oh ja, das ist richtig gut. Guck mal. Und so kann man das halt gut kombinieren, ne? Und dann gebt ihr euch einen normalen Concealer, der ein bisschen gelblicher ist, oben drüber. Und der Effekt ist schon genial, ne? Das seht ihr jetzt ohne Color Corrector, mit Color Corrector. Es sieht schon auf jeden Fall etwas leuchtender aus. Und damit das jetzt im Video nicht total blöd ist, werde ich mir davon einfach noch ein bisschen was hier drunter geben. Also wie gesagt, wenn ihr nicht so krass dunkle Augenringe habt, reicht dieser L'Oreal Concealer theoretisch auch alleine aus. Wenn ihr einfach nur so ein bisschen aufhellen wollt. Wenn ihr aber richtig dunkle Schatten habt, hat der einfach zu wenig Deckkraft. So.
Super, haben wir das ausgeglichen. Und ich hatte übrigens heute nicht mal eine Augencreme drauf. Ich habe einfach nur diese Pflegecreme genommen. Funktioniert auch gut, muss ich sagen. Zusammen mit dem Lifting Serum, ne? Also, dann haben wir erstmal das. Ich muss sagen, die Foundation kriegt mir hier in die Fältchen. Kann man natürlich ausgleichen, indem man das nochmal so ein bisschen reinpresst. Der Farbton ist überhaupt nicht meins. Ich habe aber eine Freundin, wo ich weiß, der wird das passen. Die ist ein bisschen heller als ich und ist auch so ein bisschen neutraler vom Unterton her. Der wird das wahrscheinlich eher stehen. Für mich ist es leider vom Farbton nichts. Es fühlt sich ganz okay an. Ich glaube, das ist ein schönes Produkt für so ein Quick-Make-up, wenn man nicht so viele Produkte verwenden will, da hier auch ein Lichtschutzfaktor drin ist. Wenn ihr nicht so viel draußen unterwegs seid, reicht der vielleicht auch. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich nur mal eine halbe Stunde draußen bin, finde ich, reicht mir auch der Lichtschutzfaktor davon. Aber wenn ihr natürlich euch viel draußen bewegt, dann tragt noch zusätzlich Sonnenschutz auf. Das will ich damit nur sagen. Okay, und dann machen wir jetzt weiter mit Konturierung, bevor ich abpudere. Und zwar habe ich mir hier was Neues gekauft und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich nutze sehr gerne Creme-Kontur. Ich nehme von Charlotte Tilbury den Contour Wands gerne oder auch von Huda Beauty den Tentur. Dann von Kes diese Sticks und ich wurde immer zu Pendants gefragt. Und solche Duo-Sticks habe ich jetzt nicht gesehen in der Drogerie, aber diesen Contour-Stick von Isadora, den gibt es in unterschiedlichen Farben und das mache ich jetzt mal auf. Für den Concealer wollte ich doch eigentlich diesen Concealer-Buffer verwenden, ne? Habe ich mich eigentlich so drauf gefreut. Also damit kann man nämlich hier den Concealer einarbeiten. Wäre wirklich perfekt gewesen, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Ach, ärgerlich. Wisst ihr Bescheid. So. Ich werde allerdings mit diesem Pinsel hier, mit dem Foundation-Pinsel, mit diesem Buffer, auch den Stift ausbuffen. Wobei ihr hier auf der einen Seite ein Konturprodukt habt und auf der anderen Seite habt ihr einen Pinsel schon drin. Finde ich ganz cool. Meistens sind diese Pinsel aber sehr hart, wie auch hier. Und da müssen wir mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich probiere es mal und dann schauen wir mal. Ansonsten nehme ich gerne solche abgeschrägten Pinsel. Es wird spannend. Ich trage ihn mir erstmal auf die Hand auf. Vielleicht. Oh, der ist super cremig. Braucht man nicht viel aufdrücken. Und es ist auf jeden Fall ein Konturprodukt. Der ist ein bisschen aschig. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich kann man gut eine Nasenkontur damit setzen. Ich konturiere immer vom Ohr angehend ein bisschen runter. So in diese Richtung. Nicht zu tief, weil das euer Gesicht so ein bisschen runterzieht. Aber auch nicht zu hoch, weil ab hier würde ich jetzt schon Bronzer setzen, so in dem Dreh. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was ihr mit eurer Gesichtsform machen wollt. Ich blende das mal aus, vielleicht auch mal mit dem Pinsel, der da hinten dran ist. Und meine Farbe ist 34 Dark Almond. Also mit dem Pinsel hier kann man maximal die Nasenkontur ausblenden. Dafür ist er auch schön klein. Aber jetzt hier für die Wange werde ich auf jeden Fall einen Foundation-Pinsel oder einen größeren Pinsel nehmen. Und das geht auch wesentlich besser. Und mit dem geht das ziemlich gut. Das Produkt ist super cremig, wenn ich es hier verteile. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Schwamm ausblenden oder auch mit dem Finger. Blendet es sich fast weg. Qualitativ nicht ganz so ideal wie zum Beispiel der Contour Wand von Charlotte Tilbury. Der hält einfach länger. Setzt sich besser auf der Haut. Ich merke schon hier, da ist sehr viel Öl drin. Brauche ich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, doch mal hier in diese Richtung. Dann gebe ich mir meistens noch ein bisschen was hier hin. Und kombiniere das dann mit einem Bronzer. Und den Rest verstreiche ich einfach immer hier unten, ohne dass ich mir da jetzt noch was hinmale. Und dann könnt ihr jetzt hier vorher, nachher sehen. Es sieht erstmal von der Farbe her schön aus. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das hält. Ich habe so den Eindruck, dass es wahrscheinlich nicht sehr lange hält. Ich mache mir gerade die andere Seite. Hier braucht ihr übrigens auch nicht schnell ausblenden, denn das lässt sich sehr lange ausblenden, weil sich das Produkt halt nicht so schnell setzt. Wenn ihr zum Beispiel diesen Contour Wand von Charlotte Tilbury habt, setze ich das super schnell. Bei Kes die Stifte setzen sich auch nicht so schnell, aber das hier ist sehr lange, sehr cremig. Ne? Aber die Farbe hier, doch, das ist schon ziemlich schön. Das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein schön aschiger Ton. Ich probiere es mal an der Nase. Und was ich auch immer noch mache, so bei mir sieht das immer nie so schön aus. Ihr müsst es halt verblenden dann, ne?
Unter der Lippe. Ich glaube aber jetzt für die Nase nehme ich tatsächlich mal das Bürstchen, was da dran ist. Und dann ein bisschen abtupfen. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel genommen. Und wenn man es verblendet, seht ihr jetzt auch, es wird ein bisschen heller, ne? Also wenn ich das nicht abtupfen würde, hätte ich hier viel zu viel Produkt dran. Das war jetzt einfach zu viel, ne? Dann gehe ich mit einem Schwamm hinterher. Dann trage ich mir noch ein bisschen Concealer auf. So, nehme ein bisschen was ab. Gehe mit dem Pinsel hinterher. Und wenn euch das dann immer noch zu viel ist, man kann halt immer super noch mit dem Pinsel, mit dem man die Foundation aufgetragen hat, auch noch mal drauf gehen. Dann gebt halt zur Not noch ein bisschen Foundation auf euren Handrücken, einen kleinen Klecks. Verteile ich das ein bisschen, gehe mit meinem Pinsel noch mal da rein. Und dann kann ich das auch noch mal ausgleichen. Also für den Fall der Fälle, dass man da mit der Nasenkontur ein bisschen viel gemacht hat. Ich finde, so geht's. Gleiche ich mir das hier unten aus. Aber ihr seht schon, da kommt so viel Produkt von dieser Kontur an den Pinsel. Muss man einfach weniger nehmen. Aber es ist schwierig, da weniger zu nehmen, weil der so cremig ist. Auf den Lippen, ganz am Anfang, habe ich euch gar nicht gesagt, was ich da drauf hatte. Da hatte ich übrigens hier von P2, das ist mein Lieblingslipliner von denen, in der Farbe 129 Shy Girl. Den könnt ihr auch noch kaufen. P2 gibt es aktuell, glaube ich, noch im Aldi. Und ansonsten habe ich das Rose Lip Balm von Burt's Bees drauf. Foundation soweit okay. Ich muss allerdings sagen, sie sieht schon sehr glänzend aus. Es fühlt sich auch glänzend an. Ich spüre auch irgendwie Foundation auf dem Gesicht, so dass da so Feuchtigkeit ist. Ich glaube, diese Foundation ist super geeignet, wenn ihr eine super trockene Haut habt und ihr immer das Gefühl habt, wenn ihr euch eingecremt habt oder ihr habt Foundation aufgetragen, auf einmal fühlt sich die Haut trocken an und spannt. Dann probiert die Foundation vielleicht mal aus und guckt auch wegen der Farbe, was wirklich passend ist für euch. Wenn ihr aber eine normale Haut oder gar eine fettige Haut habt, glaube ich, ist die nicht geeignet. Also zumindest mal für eine fettige Haut nicht. Ich finde jetzt, dass ich sie sehr spüre einfach. Es ist jetzt nicht so, dass es sich total schwer anfühlt, aber ich merke einfach, dass ich was drauf habe und so viel habe ich ja gar nicht verwendet. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, das ist schon eine sehr feuchtigkeitsspendende Foundation. So, ich trage jetzt Puder auf. Ich glaube, ich nehme das Puder von Maxim aus dieser Holy Grails Reihe. Das hat mir ja sehr gut gefallen. Das ist jetzt allerdings nicht mehr ganz neu. Trage ich mir geschwind auf. Dazu nehme ich jetzt dann aber diesen Pinsel von Luvia. Und ihr könnt mit diesem Puder übrigens auch baken. Also ohne Puder wäre das überhaupt nichts für mich. Ihr seht jetzt aber hier, meine Haut scheint noch wirklich durch. Ich habe echt auch nicht viel genommen. War ansonsten jetzt abgepudert, gefällt mir die Foundation auch besser. Muss ich sagen, mal gucken, wie lange es dauert, bis der Glanz wieder durchkommt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Bronzer auftragen. Dann nehme ich auch den gleichen Pinsel. Und das ist von Max Factor, der Facefinity. Da stand neu drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich teste es einfach mal aus. Und ich mache übrigens einen ganz einfachen One-Shadow-Augenlook gleich, habe ich mir überlegt. Damit es auch mal ein bisschen schneller geht, ne? Und den trage ich mir mal mit diesem großen Pinsel auf. Oh, guck mal, der nimmt extrem viel Produkt auf. Und ich glaube, der könnte mir jetzt ein bisschen schöne Wärme ins Gesicht bringen. Guck mal, weil der ist eher so ein bisschen orangey. Also der Bronzer ist super. Der haut es jetzt voll raus, finde ich. Dass ich nicht mehr so fahl aussehe. Also ich fand, das war jetzt extrem fahl hier. Und jetzt kaum so ein bisschen Bronzer verwendet, schon ist das Ganze etwas aufgewärmt. Ich würde euch empfehlen, bei sowas immer erstmal abschütteln und dann auf den Handrücken, bevor das irgendwie in irgendeiner Form patchy wird oder so. Wow, das ist echt ein toller Ton. Ein sehr, sehr schöner Bronzer. Dann weiter geht's mit Blush. Blush habe ich nichts Neues. Dann nehme ich jetzt einfach den Butter Blush. Ich glaube, könnt ihr jetzt auch in der Drogerie shoppen. Könnt ihr auch bei Purish shoppen. Ich glaube, Purish hat mir das mal zugeschickt. Ist auch schon ein Weilchen her. Ich habe dort übrigens auch einen Rabattcode, der gilt immer. Franka15. Spart ja auch 15% auf diversen Marken. Und der ist in der Farbe Nude Silk, ist also super neutral. Mal schauen, ob man den überhaupt sieht. Ich nehme dazu diesen Blush Brush von Luvia. Und der nimmt immer schön Produkt auf und das ist wirklich eher so ein neutraler Farbton.
Ja, aber ein bisschen was sieht man und oh, der riecht so gut. Der riecht so nach Kokos. Sehr schön. Also ganz leicht sieht man was. Schön. Ich zeige euch einfach auch mal die Highlighter-Palette, die ich euch verlose, denn ich habe sie ja bereits auch. Und ich nehme die Farbe Bold. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist so ein rosa Metallic. Und den trage ich mir hier so ein bisschen auf. Haben wir die Base erstmal fertig? Grundsätzlich gefällt es mir. Kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Ich sette das Ganze mal mit dem Love Make-up Fixing Spray. Das hatte ich auch mal in der Beauty Box drin. Der Nebel ist super fein. Das ist richtig cool. So, und jetzt machen wir weiter mit Augenbrauen und dann zeige ich euch noch einen Quick and Easy Lidschatten-Look. Es gibt übrigens auch ein Augenbrauen-Set bei Luvia. Das besteht aus einer Pinzette, aus so einem Augenbrauen-Definer und aus so einem. Da ist auf der einen Seite ein Spoolie dran und auf der anderen Seite auch nochmal ein kleiner Pinsel, wo ihr eure Farbe zum Beispiel auftragen könnt. Und ich bürste die mir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Und ich merke schon, hier ist so ein kleiner Fleck, Wasserfleck. So, denn ich habe ein neues Produkt. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und zwar ist das das Brow Fix Soap Stylist von Catrice. Ich habe es jetzt hier in so einem super dunklen Ton genommen. Ich glaube, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch auf gar keinen Fall einen zu warmen Ton. Das funktioniert jetzt wohl so, dass man das mit einem angefeuchteten Augenbrauenbürste aufnehmen soll und die Brauen einfach in die gewünschte Form bürsten soll. Ich sprühe das einfach mal hier so ein bisschen an, dass es ein bisschen feucht wird. Ich glaube, das ist okay, das kann man so machen. Und dann gehe ich hier rein. Und dann wünscht mir mal Glück. Ich glaube, ich müsste meine Augenbrauen auch mal ein bisschen kürzen, ne? Könnte das sein? Die sind wahrscheinlich ein bisschen arg lang, wenn ich die so nach oben mache. Krass, okay. Ich glaube, ich lege sie mal mit dem Pinsel. Aber damit ihr einfach mal seht, wie der Effekt ist, gehe ich da jetzt schon mal so ein bisschen rein. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ziemlich cool sogar, ne? Man sieht die Farbe auf jeden Fall. Ich muss mir allerdings ein bisschen was direkt entfernen, weil ich glaube, das wird gleich hart und dann funktioniert das nicht mehr so ganz. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Je nachdem, wie viele Augenbrauen ihr habt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, um die so in Form zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich einen Stift verwende, ob ich den Stift vorher verwenden soll oder hinterher. Aber vielleicht reicht das auch schon. Ja, ich lasse es erstmal so. Ich wollte nämlich heute einen Lidschatten von Lavera verwenden, einfach nur als Einzellidschatten. Ich glaube, diese Farbe könnte auch für die Augenbrauen gehen. Ich glaube, ich gehe hier einfach mal rein mit der anderen Seite von diesem Stift hier und probiere das einfach mal. Also ihr könnt jeglichen Lidschatten verwenden, ne? Das ist cool, der ist so ein bisschen hart. Dann kann man das einfach hier auffüllen, wo dann ein paar Härchen fehlen. Also funktionieren tut das, finde ich gar nicht so schlecht. Ist bestimmt eine gewisse Lernkurve drin, aber es ging relativ schnell und ich habe aufgefüllte Augenbrauen. Also super. Okay, dann mache ich das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Aber also wenn ihr es nicht nass macht, funktioniert es nicht, ne? Ich glaube, es ist egal, mit was ihr es nass macht. Hauptsache, da ist ein bisschen Feuchtigkeit dran. Was ich cool finde, ist, dass da wirklich Farbe abkommt. Ich glaube, das gibt es auch farblos. Und die Härchen sind so richtig definiert, ne? Wie so ein laminierter Augenbrauen-Effekt. Ich merke auch jetzt, das wird richtig fest. Also müsst ihr auch schnell mit sein. Und wenn ihr nicht viel Produkt verwenden wollt, ist das, glaube ich, keine schlechte Sache. Jetzt nochmal ein bisschen in den Lidschatten rein. Und mit diesem Pinsel habt ihr auch wirklich eine sehr harte Kante, womit man das sehr cool machen kann. Aber die Farbe ist wahrscheinlich doch nicht optimal. Okay, vielleicht gleiche ich mir das hinterher noch aus. Ich hole euch noch ein bisschen näher ran und zeige euch jetzt erstmal, wie ich so einen One-Eyeshadow-Look schminken würde. Ich nehme mir dazu einfach einen fluffigen Pinsel. Das ist der Soft Blender, die Nummer 328 Soft Blender. So sieht der aus und gehe in diesen Lidschatten rein. Ich finde, das ist eine super schöne Farbe, die nennt sich Matten Ginger von Lavera. Und schau mal, dass da ordentlich Produkt auf den Pinsel draufkommt. Und dann trage ich mir das einfach direkt aufs Lid drauf. Ich hatte ja hier auch ein bisschen Concealer drauf, ne? Und dann verblende ich das ein bisschen nach oben.
Und diese Farbe ist, glaube ich, echt super geeignet für den Alltag, weil die könnt ihr super schön ausblenden. Die ist so ganz leicht schimmrig, ist halt nicht so krass pigmentiert, ist so ein Ton, der so eine Mischung aus Taupe und Grau und Lila ist und eignet sich halt super für so einen Lidschattenlook, wo man wirklich nur eine Farbe nimmt, ne? So, dann trage ich mir einen Kajal auf. Und da hatte ich letztens auch in der Beautybox einen schwarzen und einen braunen, auch von Lavera. Den braunen habe ich schon mal probiert. Der war nämlich ziemlich schön. Die nennen sich Soft Eyeliner und die kosten nicht viel. 2 € oder so in der Drogerie. Und den braunen, den trage ich mir einfach mal auf. Am unteren Wimpernrand mache ich das immer. Und dann gehe ich mit einem relativ schmalen Pinsel, vielleicht diesem Smudger. Solche eignen sich dafür immer sehr, sehr gut. Und verwische das ein bisschen. Und ziehe es mir auch gleichzeitig so ein bisschen nach oben. Damit kann man das wirklich super gut versmatschen. Ja, super. Und dann male ich mir dieselbe Linie auch oben. Und das muss jetzt nicht besonders ordentlich sein, ne? Denn ich nehme den Smudger und verblende es einfach nach außen. Und dann könnte man zum Beispiel auch noch so einen etwas fester gebundeneren Pinsel nehmen. Das ist der Pointed Crease Brush. Und ich gehe in den Bronzer. Also ihr könnt euch da auch behelfen und probiere den jetzt einfach mal aus. Der ist super auch pigmentiert. Und den hier einfach mal am äußeren Wimpernrand so ein bisschen verblenden und auch hier unten. Also diese Pinsel sind echt super. Die sind so schön weich und einfach sehr easygoing, ne? Ihr seht schon, das ist jetzt wirklich ein easy Look gewesen. Ich gehe nochmal in diesen Lidschatten hier rein mit diesem Softblender und vermische das auch nochmal ein bisschen. Ihr könnt das natürlich auch mit jeglichen anderen Lidschatten machen, aber so gehe ich eigentlich immer vor und es ist super einfach, ne? So, jetzt mache ich zunächst die andere Seite fertig und dann machen wir noch ein bisschen Highlighter in den Innenwinkel. Dann ist der Look schon fast komplett, aber wie gesagt, diesen Lash-Eyeliner habe ich noch, die Wimpern habe ich noch und auch Mascara. Also bleibt dran, seid gespannt. So, ich mag übrigens total gerne, wenn die Wasserlinie weiß ist. Ich mache das nicht immer, aber ab und zu. Und mir gefällt es, das öffnet das Auge einfach, wenn ihr so ein bisschen kleinere Augen habt. Und da habe ich jetzt auch einen Kajal gefunden von Essence. Und den hatte ich euch auch schon mal in einem DM-Haul gezeigt. Das ist der Long Lasting Eye Pencil, einfach in weiß. Und ihr müsst den einfach immer ganz gut reinigen, bevor ihr den benutzt, weil der wird immer dreckig von dem Lidschatten. Und wenn ihr euch dann die Wimpern angemalt habt, geht einfach nochmal mit dem Smudger hier hinterher. Aber ihr seht schon, das Auge sieht viel geöffneter aus, ne? Gefällt mir einfach wesentlich besser. Und jetzt bin ich mega gespannt, wie dieser Lash Glue sein soll. Lash Glue und Eyeliner in einem. Ich bin jetzt nicht der größte Eyeliner-Zieher, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich glaube, ich würde mir jetzt auch als allererstes mal die Wimpern curlen, weil das kann man immer schlecht, wenn man schon Eyeliner drauf gemacht hat. Das heißt, das machen wir jetzt mal als erstes. Dann ziehe ich mir den Eyeliner. Aber wie mache ich es dann? Dann tusche ich mir die Wimpern und dann setze ich mir Fake Lashes auf. Man muss halt mal gucken, weil ich finde, wenn man die Wimpern getuscht hat, kann man schlechten Eyeliner auftragen. Ich mache das eigentlich immer, bevor ich mir die Wimpern tusche. Aber es könnte jetzt natürlich auch sein, dass man das hier nicht so lange trocknen lassen darf. Ich lese das mal gerade. Eyeliner vor Gebrauch schütteln, mit einem Auge starten und 2, 3 Schichten des Eyeliners wie gewohnt am Wimpernkranz auftragen für extra starken Halt. Eyeliner so breit wie das Wimpernband auftragen. Unmittelbar danach das Wimpernband am Lidstrich anbringen und leicht festdrücken. Ja, also man muss da schon schnell sein. Das heißt, ich würde jetzt erstmal vielleicht die Mascara auftragen und dann einfach versuchen, dass ich das drumherum mache, weil ich glaube, sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht. Sorry, dieses Video wird mega lang. Ich merke das schon. Also die Verpackung hier. Die ist wirklich, die kriegt wirklich eine 6. Das ist eine wirkliche Vollkatastrophe. Also ich habe jetzt so lange gebraucht, dass ich das aufmache. So schaut dieses Produkt aus. Ich bin gespannt. Ich curl mir erstmal die Wimpern. Es gibt auch von Luvia einen neuen Eyelash Curler. Teste ich direkt mal mit. Finde ich immer gut, wenn es da noch solche extra Gummiteile gibt. Der sieht sehr schön und hochwertig aus. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Also nah an den Wimpern dran und dann mehrfach machen.
Und ihr seht schon, guck mal, ich habe super spärliche Wimpern, ne? Aber ohne Wimpernzange würde ich mir nicht die Wimpern tuschen. Das macht keinen Sinn bei mir. Okay, dann tragen wir doch als allererstes mal die Wimperntusche auf. Die ist übrigens parfümfrei. Schwarz mit Rizinusöl, Mandelöl und wasserfest soll sie sein. Und Volumen schenken. Alles, was ich möchte. Also manche Mascaras brauchen ja immer so ein bisschen. Ich glaube, die wird ein kleines bisschen brauchen, aber die ist nicht schlecht. Ich merke das schon. Schon sehr geil, ne? Bräuchte ich eigentlich keine Fake Lashes, würde ich sagen. Oder? Guck mal bitte. Finde ich richtig gut. Bürstchen tut nicht weh, hat eine angenehme Größe, liegt gut in der Hand. Und also Catrice Mascaras haben mich eigentlich selten enttäuscht, muss ich sagen. Ist wirklich sehr gut für die Drogerie, sehr, sehr gut. Nicht nur für die Drogerie, auch so. Also ihr seht das ja. Ich finde, das ist ein 1A-Ergebnis. Kann man nicht meckern. So, und jetzt muss ich natürlich erstmal mir überlegen, welche Wimpern ich mir aufkleben will. Und jetzt kommt der Struggle, sage ich mal. Wir haben hier zwei unterschiedliche. Einmal 3D False Lashes mit der Nummer 1001 Lash Lover und einmal 1002 Lash Addict. Lover und Addict. Also die sind wahrscheinlich ein bisschen krasser, weil sie so länger sind. Die sind ein bisschen dichter. Das ist die Nummer 1001. Ich glaube, ich nehme die. Kosten übrigens 4 oder 5 Euro. Ich schreibe euch die Preise rein. Sehr teuer ist es nicht. Es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich mal, ne? So, da ist übrigens, glaube ich, ein Kleber mit dabei anscheinend. Ja, da kommt so ein kleiner Kleber mit. Und damit könnt ihr euch das aufkleben. Ich würde euch immer erstmal empfehlen, die Wimper von der Größe zu testen. Ich sehe schon, die ist ultra groß. Wenn ich mir das hier drauflege, guck mal, da seht ihr schon. Das ist für mein Auge einfach zu groß. Ich muss da eine ganz schöne Menge hinten abschneiden. Das heißt, ich werde, da die hier oben in der Mitte so ein bisschen länger werden, hier sind sie kürzer, hier sind sie kürzer. Ihr schneidet immer hinten ab, nicht vorne, ja? Und ich werde einfach ein ganz schönes Stück abschneiden. Dann werde ich die wie so Dreiviertelwimpern tragen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil ich kriege die so gar nicht aufgesetzt. Und das Band ist auch relativ dick. Ich hoffe, dass das mit dem Eyeliner funktioniert. Also wenn ich sie mir ganz aufsetzen würde, würde das ungefähr so ausschauen. Das sind ein ganz schönes Stück zu lang. Ich trage die mir höchstens ab hier auf, sonst ist mir das zu nah am Auge. Und dann muss ich die ungefähr ein kleines Stück hier hinten abschneiden, ja? Ich mache das mal gerade. Ungefähr so, ja. Und dann muss man sich das merken für die zweite, dass man das genauso macht. Und dann einmal ansetzen und schauen, ob es passt. Ja, ungefähr so könnte es funktionieren. Okay, ich trage mir jetzt erstmal den Eyeliner auf. Dann gucken wir mal, ob das mit diesen Wimpern funktioniert. Die haben ein sehr starkes Band. Ich glaube, der Eyeliner könnte mit meinen normalen Lashes von Ailur, die ich sonst immer kaufe, wahrscheinlich funktionieren. Ob das mit solchen funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss der Kleber wirklich sehr gut sein. Das ist auf jeden Fall eine Filzmine. Das ist schon mal gut. Also da bin ich jetzt echt gespannt, ob das funktionieren wird. Es ist ein relativ festes Produkt. Und da steht ja auch drauf, also man soll es gut schütteln. Und man soll einen relativ breiten Lidstrich ziehen, damit die Wimper da auch Platz drauf hat, ne? Bin vor allen Dingen mal gespannt, wie man das dann wieder abkriegt, ne? Und ihr seht schon, was jetzt passiert. Ich male mir die Wimpern an und da hätte ich sie mir eigentlich nicht tuschen brauchen, ne? Ich kann mir eh keinen schmalen Eyeliner ziehen. Insofern ist das für mich eigentlich so okay. Ich gucke jetzt nochmal, was da stand, wie lange man das trocknen lassen soll oder wie viele Schichten man da braucht. 2-3 Schichten wie gewohnt auftragen. Für einen extra starken Halt relativ breit auftragen. Okay. Oh, ich merke schon, das klebt richtig. Okay, jetzt bin ich immer sehr gespannt. Dann soll man direkt die Wimper nehmen und draufsetzen. Und fest andrücken. Funktioniert ganz gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Funktioniert. Funktioniert eigentlich sogar echt gut. Vor allen Dingen, weil die so ein breites Band haben. Das Einzige, was jetzt tatsächlich ist, diese Wimper ist nicht wirklich komfortabel. Ich nehme ja sonst 3/4 Wimpern. Die liegen halt nicht so schwer auf. Aber der Effekt ist eigentlich ganz cool. Ich bin gespannt, wie ich das später abbekommen werde. Da werde ich euch natürlich auch updaten. Ich nehme jetzt mal die zweite runter und schneide die schon mal. Ich hatte ungefähr mir so ein Stück abgeschnitten. Wir machen das gleich noch mit dem Highlight und so. Aber wenn man solche Wimpern hat, braucht man auch eigentlich nicht so ein krasses Augen-Make-up. Da kann man auch ein easy Augen-Make-up haben, ne? Ich trage mir den jetzt auch noch auf, genauso wie eben. Und dann setze ich mir die Wimper auf. Eyeliner ist schon mal drauf. Was mir halt hieran auffällt, ist, man kann relativ dicht hier in den Innenwinkel gehen. Was man ansonsten mit dem Kleber immer schlecht kann, es löst sich ja häufig immer am Innenwinkel. Deswegen finde ich das jetzt schon mal ganz gut.
Man müsste es festdrücken, das kann man auch am besten mit der Hand, weil ich will mir immer nicht so dicht am Wimpernrand mit einer Pinzette rumfummeln, wisst ihr? Lieber mit den langen Fingernägeln. Ja, dann habe ich hier ein bisschen mit dem Kleber gekleckert, okay. So, also ich sag mal, für meinen ersten Versuch finde ich es ziemlich cool. Ich muss damit anscheinend noch ein bisschen üben. Ich trage ja solche Wimpern normalerweise nicht, aber ich finde, der Effekt ist ziemlich gut und gefällt mir schon mal. In diesem Augenset ist übrigens auch noch so ein Definer, Fineliner drin. Damit gehe ich jetzt einfach mal in diesen ganz hellen Ton und wird mir einfach hier den Innenwinkel noch ein bisschen betonen. Seht ihr, das ist so krass, wie das gleich poppt. Und dann teile ich das noch ein bisschen mit diesem Pinsel, nehme ich die goldene Farbe und trage die mir hier diesen güldenen Highlight so ein bisschen unter der Augenbraue auf. Mische ich den mal mit dem Bold. Und dann kann man natürlich hier auch hier einfach aufs Lid noch ein bisschen Highlighter drauf geben. Oder euch halt schminken, wie ihr wollt. Aber ich wollte das jetzt ja einfach mal testen. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal probiert hat, ist das keine schlechte Sache. Zumindest halten die Wimpern erstmal. Ich drehe gleich noch ein weiteres Video und dann weiß ich, ob das länger gehalten hat. Und ich komme dann nochmal zurück und sage euch auch, wie das gesamte Make-up ausschaut. Zu guter Letzt trage ich mir einfach nur den Lippenstift auf und zwar in der Farbe Matt Dawn Dew von Max Factor. Das ist ein super schöner Ton, der hat mich sehr interessiert. So schaut der aus und den werde ich mir jetzt noch auftragen. Und zwar auch ohne einen Lip Liner, einfach so. Ich will den mal austesten. Ne? Das ist ein sehr schöner Ton. Ich glaube, diese Glossy-Varianten von diesen Lip Linern gefällt mir, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich sehe hier in der Kamera, ich habe so ein Flipscreen, sehe ich, dass ich super neutral und so aschig ausschaue. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ansonsten finde ich das Finish von der Foundation doch ganz schön. So schon mal als Zwischenfazit. Diese Wimpern, das ist echt eine coole Sache. Ich muss nur aufpassen, dass mir das nicht hier überall klebt. Also ihr müsst ein bisschen achten, wie ihr euch das auftragt. Aber ich finde, fürs erste Mal hat das jetzt doch ganz gut funktioniert. Ne? Kann ich nicht meckern. Den Bronzer finde ich tatsächlich ziemlich gut. Die Mascara finde ich ziemlich gut. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich das so in den nächsten Stunden verhält, wie es dann ausschaut. Ich komme noch mal wieder. Dann würde ich sagen, bis später. So, ihr Lieben, jetzt komme ich nochmal zurück. Ich muss sagen, meine Meinung zu der Foundation habe ich geändert. Ich finde die mittlerweile richtig gut. Ich habe sie jetzt ein paar Stunden drauf. Ich finde, sie sitzt 1A. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ich habe jetzt natürlich keine 8-Stunden-Tragetestmöglichkeit. Das werde ich gerne demnächst mal machen und euch auch auf Instagram nochmal updaten oder auch in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, die sitzt halt hier wirklich auf den Wangen sehr, sehr schön. Die ist sehr natürlich von der Deckkraft her. Sie fühlt sich jetzt auch gar nicht mehr so schwer an. Es kann sein, dass ich hier diesen Blurring-Effekt wegen dem Puder habe. Das kann ich euch wirklich auch sehr empfehlen. Das ist sehr günstig. Könnt ihr im Rossmann kaufen und ist eine Limited Edition, glaube ich, aber von dem Maxim und dieser Holy Grails-Reihe von Reval Loves Me. Also ziemlich cool. Wimpern gefallen mir mittlerweile auch. Ich habe gerade noch ein Video gedreht. Und das hat auch alles noch gut gehalten. Ich bin jetzt gespannt, wie lange es tatsächlich hält. Aber meistens trage ich solche Wimpern nicht ewig. Mittlerweile stören sie mich auch nicht mehr. Sie sind bei weitem nicht so stark, dass sie so runterdrücken, die Wimpern, wie andere von teuren Marken. Also es hat sich jetzt so ganz gut eingegroovt auf meinem Auge, so dass es mich nicht mehr stört. Häufig, wenn die Wimpernbändchen so dick sind und die Wimpern so schwer sind, nervt mich das irgendwann. Die sind aber aushaltbar, muss ich wirklich sagen. Also die könnt ihr auf jeden Fall auch mal in die nähere Auswahl nehmen, wenn ihr nach sowas sucht. Kurioserweise hat auch dieser Lash Glue gut gehalten. Diese Panade oder nicht Panade, Pomade finde ich auch ziemlich toll. Vielleicht würde es für mich noch in einem Ton heller besser passen. Allerdings habe ich gesehen, dass der helle Ton, es gibt so einen mittleren Ton noch, der ist sehr warm und dann mag ich es doch lieber so. Ich glaube, wenn ihr sehr buschige Augenbrauen habt, ist das garantiert auch mega interessant, die damit so ein bisschen in Form zu bekommen. Übrigens habe ich mir jetzt auf die Lippen noch ein Gloss draufgegeben von Maybelline, den Lifter Gloss. Den kann ich euch auch empfehlen. Ansonsten hat mir das Lippenprodukt von Max Factor aber auch gut gefallen. Ich muss das einfach noch eine Weile austesten. Die Farbe finde ich sehr schön. Und man kann es halt auch gut kombinieren mit einem Gloss, wenn man das will. Ich habe das jetzt schon lange drauf. Es hält immer noch, kann ich mich nicht beklagen. Ansonsten, was war noch? Ja, genau, der Bronzer.
Da muss ich sagen, den finde ich richtig genial. Und auch diesen Lidschatten. Gerade wenn ihr solche Wimpern tragt, braucht ihr kein großes Bohai, weil man sieht ja eh nicht so viel vom Lidschatten. Und ich glaube, dass ich den sehr, sehr oft verwenden werde. War ja irgendwie die Farbe Ginger noch was. Also die ist wirklich richtig toll. Das wäre auch so ein Ton, den ich mir ausgesucht hätte. Ich hatte den einfach in der Beautybox drin. Von Lavera. Ist auch noch Naturkosmetik. Also was will man mehr? Finde ich sehr, sehr schön, werde ich weiterverwenden. So, das letzte ist jetzt Primer, ja oder nein? Ich muss sagen, ich sehe keinen Unterschied und ich fühle auch keinen Unterschied. Ich würde diesen Primer, den ich verwendet habe, einfach eher verwenden, wenn ich mich nicht schminken will danach, sondern einfach nur ein bisschen Sonnenschutz brauche und ein bisschen ausgeglichen sein will, vielleicht so ein bisschen Glanz haben will. Dafür finde ich ihn ganz gut. Ansonsten sehe ich jetzt hier unten drunter nicht wirklich einen Unterschied. Mir gefällt fast die Seite ohne Primer besser, weil sie noch ein bisschen ebenmäßiger ist. Hier sieht es doch ein bisschen mehr leuchtend aus. Ich komme mal näher, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, ich glaube, man kann das auch in der Kamera sehen. Also ich würde eher diese Seite nur mit der Creme bevorzugen. Und wie gesagt, die Creme habe ich euch unten verlinkt. Ist nur noch jetzt im Februar, dass es 30% gibt bei Beauty Mates. Da lohnt sich das total. Code Franka30, schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Ich finde auch dieses Lifting Serum sehr schön. Und wenn euch sowas interessiert, lohnt sich es jetzt da zu shoppen. Und bei Luvia, wie gesagt, mit den Pinseln habe ich generell ja den Rabattcode mit 15%. Da könnt ihr auch gerne gucken. Und die kann ich euch alle empfehlen. Die funktionieren wirklich richtig gut und die funktionieren für mich auch besser als andere günstige Pinsel aus der Drogerie. Da würde ich wirklich eher zu Luvia greifen, als jetzt noch 1 Euro zu sparen und dann eine schlechte Qualität zu haben. Okay, ihr Süßen, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, wie gesagt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Gerne Hashtag Verlosung, dann wandert ihr in den Lostopf. Ansonsten verlinke ich euch hier nochmal 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.